Durchforste hier gerade meine Unterlagen mal wieder. Ich kann das echt nicht ab. Ich habe jetzt rausgefunden oder rausgesucht, dass ich seit dem Sommer letzten Jahres jeden Monat 50 Euro Mietrückstände bezahle, dass ich dann eine Miete doppelt bezahlt habe, also 126 oder 136 Euro. Dann gab es noch eine Online-Verfügung, obwohl ich gar kein Online-Banking habe, von 18 Euro und sowieso. Ich habe alles bezahlt und kaum mich angeblich laut Kontoführungsgebühr oder Verwendungszwecksangabe durch immer wieder eine und dieselbe Miete plus den Schulden des Übergriffes auf meine Wohnung. Also stimmt doch da im Abrechnungswesen was nicht. Also, keine Ahnung, wie kann man denn bitteschön solche Zugriffe machen auf Vermögen oder Konten? Ich finde es unmöglich. Ich habe hier einen Sozialhilfebescheid. Da kann ich euch mal aufschlüsseln, was das eigentlich bedeutet. Und ich finde, an diesen Punkten ist das überhaupt nicht mehr sozial, wenn man davon ausgeht, dass über andere, sage ich mal, Stars und Aufkommen und so mehrere Millionen Euro für den Hamburger Senat eingespielt wurden, seit meiner Kindheit. Das ist ja belegt, dann frage ich mich doch ernsthaft, warum die anfangen, mir meine letzte Sozialhilfe zu versuchen, aus der Tasche zu greifen, wenn ich noch nicht mal eine Verfügungsgewalt auf Dividenden habe. Also muss ja jemand irgendwo in der Vermögensverwaltung sitzen, um mir jedes Mal denselben Strich durch meine Rechnung zu machen, wovon die aber im Endeffekt gar nichts haben. Keine Ahnung. Ich bekomme angeblich eine Gutschrift von 123,25 €. So, da haben wir wieder die 1, 2, 3 plus 25. Und so eine Verrechnung geht eigentlich nicht, weil tatsächliche Gelder einfach umgerechnet wurden in Paragraphen. Ich stehe ja auch nicht als Paragraph irgendwo im Sozialgesetzbuch und sage, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, der nächste Bleistift von Herlitz oder so. Wollen wir mal irgendwie, ich weiß, das aufzuschlüsseln nervt, weil ich auf eine ganz andere Summe gekommen bin. Eigentlich nach einem Pauschalbetrag, weil das ja nicht tatsächlich berechnet ist von mir jetzt, weil ich dann die ganzen Unterlagen wieder zusammensammeln müsste, würde ich über 200 Euro zurückbekommen, nur über die Kontoführung. Das ist die reine Kontoführung. Da sind aber die Anteile und Dividenden und die anderen Geschäftsinteressen noch gar nicht vertreten. Da frage ich mich doch im Ernst, warum so ein Vermerk eingetragen wurde, verstehe ich nicht. Also geht, ich kann doch nicht immer ständig andere
Leute nach Geld anpumpen, nur weil mir das Geld unautorisiert, wohlbemerkt, von meinem Konto verschwindet oder von den Konten bei Fördern und Wohnen. Also das geht nicht. Das ist ein Unding. Ich meine, ich kann euch das gerne zeigen. Es ist ja nicht so, dass das nicht stimmt. Hier ist leider auf dem Kopf eine Online-Überweisung von 18 Euro sowieso, die ich nie in Auftrag gegeben habe. Also spende ich Geld von meiner Sozialhilfe, was eigentlich so nicht okay ist. Also ich verstehe dann irgendwie diese Abrechnung überhaupt nicht mehr. Aber angeblich habe ich immer noch einen Mietrückstand von 461,53 Euro. Das geht nicht. Naja, also ich versuche jetzt mal den anderen Kassenschlüssel hier zu finden. Moment. Was ist das? Eine Werbung jetzt. Moment, ich muss nochmal neu laden. Ich weiß nicht, woher das kam. Das ist tatsächlich so. Ich mache nämlich eigentlich keine Werbung. Und gerade wollte ich die Auflistung hier haben. Und dann sagen sie, ich soll die Welt verbessern mit Werbung. Nee, ich glaube, das ist ein Irrtum. Die haben hier gerade jetzt meinen PC überfahren. Ist tatsächlich so, jetzt kriege ich das. Hä? Alter, was ist das denn? Mietzahlung, warte, ich muss jetzt nochmal zurück. Überweisung da, Überweisung hier, was sind die Überweisungsträger? Kontoauszug, Online-Banking, Nebenkosten. Ich muss das wirklich mal. Das ist das Problem, wenn ich dann die Dokumente nicht mehr kriege. Mietzahlung, Auflistung, Mietzahlung. Nachweis, Rechnungszahlung. Anwohnerbetreuung, Kontoauszug. Okay. Oldenburger Straße. Nicht Oldenburg, Hamburg. Und dann haben wir hier noch. Ja, ich muss, ich finde das die Aufschlüsselung von Fördern und Wohnen gerade nicht. Ist aber echt so, ich habe echt viel zu viel bezahlt und mir wurde das Geld aber einfach abgezogen und das geht nicht. Geht nicht. So, ne, auch nicht. Da ist es. Jetzt habe ich das gefunden. Das ist jedes Mal so. So versuchen sie rumzutricksen. Das sind die Aufstellungen. Das sind die Beträge, die ich gezahlt hatte von meinem Konto. Das sind die Aufschlüsselungen. 40 Euro, 154, 50. Das war der Grund, warum ich so lange so wenig Geld hatte. Ich hab voll überzahlt und zahle aber scheinbar ja immer noch weiter. Wie geht das? Geht gar nicht. Meine Mutmaßung ist halt, dass sie versuchen, über so einen Trick
mir mein Konto wegzunehmen bei der Bank, damit quasi von einer Briefkastenfirma zur nächsten gearbeitet werden kann mit meiner Rente. Das wäre dann quasi wieder der Rückschritt von Delegitimierung, sage ich jetzt mal, der Adresse. Und das wäre dann quasi, ja, der Scheck würde dann irgendwie zur Betreuungsfirma, ich nenne das schon Firma, wobei ich gar keine brauchte, gehen, und die müsste dann quasi mit mir immer zur Bank, damit ich das Bargeld abhole, obwohl ich gar kein Bargeld hier haben will und ich meine Miete auch nicht bar zahlen will, sondern per Überweisung, aus diesen Gründen. Also, kann ja nicht angehen, dass derselbe Blues jetzt wieder stattfindet, ich aber entrechtet wurde, aufgrund von einem Gutachter, der, keine Ahnung, irgendwo im Bundesparteivorstand von Anno Dazumal sitzt und der Meinung ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, naja, die haben ja angeblich zu viel bestellt oder was weiß denn ich. Ich bin auch kein Betreuer in dem Sinne. Ich finde es unglaublich, was die sich ja irgendwie rausnehmen. Das ist wirklich so. Weil ich muss mir ja auch wieder ein neues Türschloss kaufen. Davon mal ganz ab. Und ja, gut. Also weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Na? Finden wir das denn gut? Wir finden das nicht gut. Ich sage jetzt wir, weil ich finde es ganz wichtig, dieses wir zu betonen, dass wir das nicht gut finden. Nein, ich müsste jetzt schon wieder wirklich jeden Cent und jede Überweisung rauskramen, damit ich mein Geld an Überzahlung wieder zurückkriege, bevor das wieder irgendwo verschwindet. Ich hatte nie ein Panama-Konto. Hey. Ach, wie schön ist Panama. Ich hatte keins. Ich habe kein Konto, damit andere irgendwie einen Freiflug kriegen nach Rio de Janeiro. Oder nach Timbuktistan. Und male ich euch das Timbuktistan. So, und jetzt wisst ihr, warum ich so eine, sagen wir mal, Gender-Liney-Linies nicht so besonders tragwürdig finde, wenn die von Solidarität sprechen am Ende noch und alle hier mit Schadstoffen weggeballert haben. Wegen Schleifenträger. Ich trage keine Schleife. Ja, das ist so ein bisschen so wie, es gibt einen Aufmarsch im Bundeskabinett. Das nennt man Verschleppung. Wo man dann solidarisch sein soll mit etwas, was man... wo man nur drauf zahlt und am Ende gar nicht mal weiß, wo die Gelder dann sind. Und ich diese 1, 2, 3, 123,25 Euro, finde ich ein bisschen fragwürdig, wenn dafür wieder irgendein Politiker auf den Dötz bekommt oder so, weil die ja diese, sage ich mal, Sachen angezettelt haben hier. So, jetzt sind wir Akteneinsicht durch Beteiligte. Und dann gibt es noch den Sozialgesetzbuch 5 Schlüssel Gesundheitsuntersuchung. Das war das
Früherkennung von Krebs, bla 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 bla. Und das war denen ihre Kriminalität. Ich lasse mich nicht auf Krebs untersuchen, so einfach, weil ich auch niemanden mit Schadstoffen behandle. Klar soweit? Nee, ne? War irgendwie, ist nicht so Gesundheitsamt, das ist natürlich, kannst du dir nicht ausdenken. Schmeißen mit toten Mäusen hinterher, reden von Infektionen und sind der Meinung, man müsste da jetzt mitmachen, mache ich nicht. So, was war jetzt das? Deswegen warte ich jetzt irgendwie nochmal auf die korrekte Abrechnung. Ich müsste auch nochmal nachgucken, weil ich das jetzt auch nur pauschal ausgerechnet habe. Und was daran jetzt solidarisch sein soll, weiß ich nicht. Die haben ja einfach nur noch abgedrückt mit allem Möglichen. Mit Chemie, mit Flugzeugen, mit allem Möglichen. Und haben einfach nur das Logo an der Haustür verändert oder von ganz Fördern und Wohnen. Und ich war da nicht so für, ehrlich gesagt. Aber das ist ja meine Meinung. Die Meinung der anderen sagen wahrscheinlich noch eine andere Meinung. So. Ich möchte nicht mitbezahlen für andere Leute. Deswegen geht mir das auch ein bisschen auf den Sack. Weil ich das einfach nicht okay finde. Das ist so ein bisschen so, die Prozessionen der anderen mitzubezahlen, weil sie gerade mal dafür demonstrieren gehen oder so. Es tut ja nicht Not. Das sind ja Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Und die Verschleppung verstehe ich auch nicht. Und ja. So ist das. Ich kann auch Dinge erzählen, dass ich von Menschen behandelt wurde, Politikern, die jetzt Politiker sind, die damals in Göttingen studiert haben und jetzt im Bundeskabinett sitzen und versuchen, denselben Scheiß schon wieder zu machen. Ohne meine Anliegen tatsächlich zu berücksichtigen, weil sie mussten ja dann dieses mit den LGBTQ2Q-Plus erfinden. Schnell mal. Weil es gibt ja, was nennt man da Migration? Da wird das nämlich langsam wirklich ein bisschen gefährlich. Gut, ja, also das war jetzt mein Finanzsonntag. Wegen Finanzpotting von anderen Vereinsträgern. Und muss jetzt mal gucken, ob ich irgendwie die tatsächlichen Zahlen nochmal wiederfinde, weil wenn ich euch jetzt meinen Bescheid vorlesen würde, das ist das, wo dann am Ende Sozialhilfeempfänger überhaupt nicht mehr durchsteigen, bekam ich im Januar 202,18 € zurück, aufgrund von Betriebskostenguthaben. Das wurde wiederum umgelegt auf die Miete. Da muss ich dann nochmal auf die Abbuchung gucken, ob das dann berücksichtigt wurde. Und wenn das nicht berücksichtigt wurde, ist das auch ein Betrag, der zurückgezahlt werden müsste. Und ja, so eine Sachen passieren dann halt. So, dann ist das hier noch mit der Hausratversicherung. Die Hausratversicherung wird von der Erwerbsminderungsrente abgezogen, also von meinem Einkommen, taucht aber im Buchungsschlüssel von dem Sozialgesetzbuch wieder auf. Das ist eine Umrechnungslage.
Also Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung. Und muss die ja auch noch bezahlen. Und dann ist die Frage, welche Versicherungsteilnehmer das denn sind. Da geht das dann in die ganze Betriebslehre wieder zurück, Betriebswirtschaftslehre. Ob das dann irgendwie alles noch so seine Ansprüche. Deswegen sprach ich hier von dieser Wohnung gleich, von Versicherungsbetrug, wenn sie dann Klebstoffe in den Herd packen oder mit Flurgift auf Mieter werfen oder mit Gas durch Wand sprengen. Ja, so, ich muss jetzt gucken, wo meine Mietrückstände denn, also meine Rückstände auf dem Rückstand vom Rückstand, weil wir ja alle so in der Steinzeit leben, geblieben sind. Kriege ich immer automatisch keine. Ich weiß auch nicht. Die versuchen mir halt Straftaten unterzudichten, für die ich überhaupt nicht verantwortlich bin. Und das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Es könnte ja auch sein, dass einige in den Kliniken ihre gesetzliche Fürsorge verlieren und Menschen gar nicht mehr betreuen dürfen. Ja, kann ja schon mal vorkommen. Ne? Guck mal, ich bin immer noch nicht fertig. Ich wollte hier tatsächlich, weil ich keinen Bock mehr hatte, dass sie hier irgendwie rumbohren, während ich woanders bin. Das einbauen, was aber eigentlich gar nicht erlaubt ist. Und soll dann wieder Schulden zahlen. Also, ne? Muss man sich mal vorstellen. Das ist tatsächlich so. Das ist psychologisch natürlich total interessant. Nein, ist es nicht, denn wenn man sich das mal so genau anguckt, ändert ja nichts daran, dass es tatsächlich so ist. Das ändert ja nichts an den Zuständen vom Haus. Und das ist ja in ganz Deutschland so. Das ist ja nicht nur in Hamburg so oder in Niedersachsen so oder Berlin so, sondern überall. Ja, Mensch, der Michi mit der Axt, den kenne ich. Den jungen Mann hier. Da wird man glatt zum Holzfäller. Da geht es nämlich eigentlich nach Lage um die Kanalisation und den Wurzeln in der Kanalisation. Ja, ist aber schon ewig lange her. Aber sie nennen es Märchenstraße. Ey. Autokraten regieren die Welt, ne? Das nennt man Autokratie, ist das nicht gut? Sie laufen halt nach Autokratie. Es ist ja, ich möchte hier ja auch kein Fahrgestell haben für den Hamburger Dom. Ne? Dass die Leute dann entstellt werden und dann als Fassade für den Hamburger Dom angeglichen werden. Müsst ihr euch mal überlegen. Aber gut. Ich bin jetzt, ich muss wirklich mal gucken, wo mein Geld ist, was regulär fehlt, weil 123 Euro, 1, 2, 3, kann so nicht stimmen, da es mehr ist.
Das war's auch von meiner Seite. Viel Spaß mit so einem Finanzsonntag.